Da sind wir mit der nächsten Folge Catch and React wieder für euch und wir haben heute mal wieder ein Video, was, ja, die Videos gehen immer ziemlich in eine ähnliche Richtung in letzter Zeit, ne? Vielleicht die Leute schicken uns nur so einen Kram. Ja, es so geht viel über Catch and Release. Catch and React. Catch and Release, dann ja, Peter, der Angelverbote nicht. Hier und spüren Fische Schmerzen da und Meeresbiologe hier. Aber sowas wurde auch zumindest von den Videos, die wir bisher gemacht haben, am meisten und natürlich Profi-Blinker. Profi-Blinker ist auch, kriegt man auch sehr viele Videos geschickt. Werden wir auch demnächst nochmal machen, ne? Ein Video, was uns auf jeden Fall ganz viele Leute geschickt haben, heißt Angeln ist Tierquälerei. Und wenn man es eingibt, dann kommt natürlich erstmal eins von mir. Das ist allerdings, da hat so eine Oma zu mir gesagt, Angeln ist Tierquälerei. Die hat also die war bekloppt. Und hier hat uns jetzt der Felix mal geschrieben, und zwar auf unserem Catch and React Instagram-Kanal, wo wir immer euch bitten, uns eure Videovorschläge zuzusenden. Und wie gesagt, der Felix hat uns geschrieben, dass wir uns das mal angucken sollten. Ich kenne es persönlich noch nicht, ich habe es noch nicht gesehen. Es geht eine knappe Viertelstunde, aber ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein, oder? Der Kanal heißt Lichtblick. Angeln ist Tierquälerei. Hört auf zu angeln, so schlimm ist das Angeln. Fische fühlen Schmerzen. Ist schon dezent seine Richtung positioniert. Ja, das hier ist ein schwieriges Thema für mich, Leute. Ja, schwieriges Thema. 129 Daumen nach oben, 553 Daumen nach unten. Spricht auf jeden Fall nicht für ihn. Hat 20.000 Abonnenten, kenne ich nicht. Das ist auch relativ viel. Ja, und das Video aber auch nur 5.000 Aufrufe. Ach so, ist auch von 21 erst. Also ist aus dem Januar diesen Jahres. Okay, noch gar nicht so alt. Gucken wir mal. Es geht heute um das Thema Angeln. Ich muss euch hier eine Vorgeschichte erzählen, und zwar, dass ich natürlich der größte Angler war. Ne? Stimmt, natürlich. Ich bin der größte Angler. Ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo alle Angler sind. Mein Vater liebt das Angeln, mein Bruder liebt das Angeln, ich liebe das Angeln, ja, ich liebe es zu angeln. Und ich habe an allen möglichen Meeren schon geangelt, an Flüssen geangelt, Teichen und absolut. Er hatte gerade gesagt, ich liebe das Angeln, oder? Mhm. Nicht ich liebte, sondern er ist immer noch aktuell dabei. Er liebt immer noch. Er liebt das Angeln. In den traumhaftesten Regionen, die man sich vorstellen kann. Und wo es ganz still ist und da ist das Wasser so ganz glatt. Und dann wirft man die Angel rein irgendwie in... Wirft die Angel rein. Abenddenken. Ja, wenn man Angeln scheiße findet, dann wirft man halt die Angel rein. Ja. Oder hier Sonnenaufgang. Und es ist einfach nur wirklich traumhaft gewesen und ich habe da sehr, sehr gute Erinnerungen dran. Und ich habe halt in allen möglichen Ländern schon geangelt, ja, Holland, Spanien, ich bin mal gespannt. Überall, wo man sich vorstellen kann, Kasachstan. Und deswegen ist das natürlich... Klar, wer kennt's nicht? Holland, Spanien, Kasachstan, die typischen Angeländer. Das ist ein schwieriges Thema für mich, aber... Also Holland und Spanien natürlich. Ich habe natürlich, als ich Veganer geworden bin, habe ich und mich damit beschäftigt habe, ne, mit Tieren und sowas, was der Mensch den Tieren antut, so Earthlings geguckt zum Beispiel, werde ich euch hier unten verlinken, falls jemand noch nicht auf den Trichter gekommen ist, ne, was man mit den Tieren macht. Und dann habe ich natürlich irgendwann entschieden, dass ich nie wieder angeln werde. Ja. Natürlich. Das ist keine gute Entscheidung. Natürlich. Nur wenn man Tiere nicht mehr isst, die gezüchtet werden, das ist also wesentlich weniger nachhaltig in den meisten Fällen als Angeln. Also, ja, was Besseres als Angeln, um Fleisch... Ah gut, wenn man keinen Fisch oder kein Fleisch mehr isst insgesamt, dann kann man natürlich auch verstehen, dass man nicht mehr angelt. Ja, das ist... ich liebe das Angeln. Das ist für mich... Ich habe auch schon... Ja, fällt mir auch ein an Kunst Teichen geangelt. Ja, also da gehst du in so eine riesige Anlage mit verschiedenen Teichen und da werden halt Fische gezüchtet. So riesige Fische, die du dann angeln kannst. Das wäre nicht und, ganz normalartig. Das waren so geile Zeiten. Aber in Militäranzug, so in so Tarnanzug. Das sind die größten Ultras. Irgendwie, also er beschreibt die schönen Sonnenaufgänge, aber geht dann mit dem Militäranzug in Forellenpuff. Also er doch nicht, er meinte, da waren Leute, die so aussahen, oder? Nee, er, oder? Wir spulen mal ein paar Sekunden zurück. Und das waren so geile Zeiten. In Militäranzug, so in so Tarnanzug. Ja, und so man kennt's. Mit Wald drumherum und sowas, ne? Also waren schon die schönsten Orte, die ihr euch vorstellen könnt, im Militäranzug im Forellenpuff. Ziemlich krasse Zeiten, aber ich kann das nicht mehr machen, ne? Ich kann das schon, es gibt einen Grund, warum ich das nicht machen kann. Ich bin ein Mensch, der nach Moral handelt, ne? Ich handle nach der universellen allgemeingültigen Moral, ne? Also da ist ein Militäranzug auf jeden Fall schon mal genau das richtige Zeichen, oder?
ich mache nichts Schlechtes mit Absicht, ne? Wenn ich weiß, okay, Angeln ist ja schlecht, das ist ja etwas Schlechtes, deswegen kann ich es nicht tun. Ne? Das ist genau wie zum Beispiel Lügen, kann ich nicht tun, weil das unmoralisch ist, einen Menschen anzulügen. Deswegen kann ich niemanden anlügen, ich kann niemanden schlagen, ich kann nicht angeln, ich kann keine Tierprodukte essen, auch wenn ich das alles machen will. Kann ich es nicht machen, weil es unmoralisch ist. Ne? Und ich handle nicht unmoralisch, weil wenn man unmoralisch handelt, mit Absicht auch noch, dann, naja, ist man ein schlechter Mensch. Ne? Was, wie wird man zu einem schlechten Menschen, dem man Schlechtes macht, ne? Also unmoralisch handelt. Deswegen will ich natürlich kein schlechter Mensch sein. Ich bin ein guter Mensch, weil ja, ich gut handle. Verstanden. Ich entscheide immer in einer Situation, ist das moralisch korrekt oder inkorrekt. Und ich wähle immer den moralisch korrekten Weg. Ja, ich will jetzt auch in ein Geschäft gehen und mir Schokomilch kaufen. Hast du gesehen? Da war kurz so ein Heiligenschein über seinem Kopf, oder? Kurz habe ich ihn aufblitzen sehen. Ich bin ein guter Mensch gesagt. Ich glaube, da hat er kurz so... Und dann war er wieder aus. Kaufen, weil ich die mega lecker finde. Aber ich werde es nicht tun, ich kann es nicht tun, ich kann es nicht kaufen, weil es unmoralisch ist, ne? Weil du damit unendliches Tierleid verursachst. Genau das gleiche mit dem Angeln. Ich habe das Angeln natürlich dann zu einem Zeitpunkt aufgegeben und habe seitdem natürlich nie wieder geangelt und werde auch nie wieder angeln, weil ich sowas natürlich den Tieren nicht antun kann, ne? Weil, wie schon gesagt, ich mache nichts Schlechtes. Deswegen hier so ein Bild schlecht? Dazu, was ich sehr schön finde. Kommt der, aber es gibt dann noch ein viel besseres Bild. Ich habe hier zwei Bilder für euch vorbereitet und dieses Bild ist okay. Das zeigt schon, wo die Reise hingeht. Wer angelt, der, ja, wenn es fair wäre, müsste man das so machen, dass der auch mal im Essen einen Haken drin hat. Klar, ist ja auch ein Mensch und ein Fisch ist ja auch eins zu eins das Gleiche. Klar. Im Prinzip von der, also Intelligenz und von allem. Allem. Schmerzempfinden. Alles gleich eigentlich. Fisch und Mensch, absolut ist wie identisch. Wie Affe und Mensch. Eigentlich ist schon, ne? Eigentlich wie Mensch und Mensch. Stimmt. Und wenn er drauf beißt und losschreit vor Schmerz, dann zieht auch noch jemand, so, ne? Dann würde man wissen, wie sich Fische fühlen. Ganz kurz, ne? Würdest du das machen, ja, bei einem Menschen? Ihm den Haken durchs Maul hauen. Dann würde der Mensch nicht rennen, bis der Haken irgendwie ihn wieder zurückzieht, sondern er würde halt einfach merken, so, ah, dich tut weh. Ich habe Haken in der Fresse, ich bleibe jetzt hier stehen. Weil wenn ich dagegen anlaufe, dann wird es immer schlimmer. Und das macht ein Fisch nicht. Das ist schon mal ein Unterschied. Ne, Fische natürlich leiden Schmerzen. Unendliche Schmerzen leiden Fische. Wenn man Fische aus dem Wasser rausholt, was machen die Fische dann? Die wabbeln so herum. Ne? Die kämpfen um ihr Leben. Ja, und dass dem Menschen nicht schon daran klar ist, dass das unfassbar falsch und grausam ist, einfach an den Tieren, weil der Fisch erstickt. Das ist ganz genau das, was der Schauspieler... Das ist ganz genau das, was euch passiert, wenn ihr unter Wasser taucht und die Luft anhaltet. Dann ertrinkt ihr. Sofort. Und wenn ihr dann auch noch rumwabbelt mit euren Armen, dann ertrinkt ihr noch schneller, und dann sieht man ja, ihr kämpft ums Überleben unter Wasser. Der Phoenix gemacht hat, der hat einen Clip für Peter gemacht, wo man genau das Gegenteil macht. Also, oder genau das Gleiche macht, aber halt mit dem Menschen. Mit dir, du machst genau dasselbe wie ein Fisch. Wenn man dich ins Wasser wirft, am Bein nimmt und runterzieht, dann machst du genau das Gleiche wie ein Fisch. Du fängst an zu zappeln. Ne, wie ein kleiner Zappelfilipp. Kämpfst um dein Überleben. Genau das macht ein Fisch, wenn du ihn aus dem Wasser rausziehst, weil der lebt im Wasser. Du lebst. Das ist natürlich tatsächlich ein Unterschied, dass wir ja ins Wasser springen und dann mit Absicht untertauchen und der Fisch nicht aus dem Wasser springt mit Absicht und dann raus. Also das ist schon richtig vom Bild her. Am Bein festgemacht und unter Wasser gezogen. Das passt schon eher. Aber natürlich auch nur kurz. Aber das weiß der Fisch nicht. Aber der Fisch hat ja auch kein, wie nennt man das? Also er ist vom Hirn einfach gar nicht in der Lage, das zu leisten. Der kann ja keine logischen Schlüsse ziehen oder weiß, was da jetzt gerade abgeht. Oder es ist halt ein Fisch. Ein Fisch und ein Mensch ist einfach nicht. Tiere und Menschen sind immer nicht gleich. Ne, und wenn man das umdreht, dann siehst du mal, wie das wirklich ist, ne? Wie das für dich wäre. Ja, eben nicht. Erstmal am besten, ne, beim Essen einen Haken, ja, und dann dran ziehen. Also so ein Haken hier, ne, halt die entsprechende Größe auch und dann am besten noch ins Wasser werfen und am Fuß runterziehen. Na, und dann weiß, wie sich ein Fisch fühlt. Ne? Deswegen kann man das nicht machen. Und natürlich auch alles andere, was man mit dem Fisch macht, da den sofort ausweiden,
zum Beispiel oder mit dem Schlagstock. Richtig, erstmal schön lange liegen lassen und dann ausweiden. Das ist natürlich ein Unterschied, ob der Fisch tot ist und man den sofort ausweidet oder... Ob man erstmal eine Weile wartet, bis man ihn dann kauft man sich extra Schlagstock und so hatte ich auch. Man muss den dann mit voller Kraft immer weiter gegen den Kopf hauen. Dann zuckt er jedes Mal, wenn du ihn triffst, ne, dann zuckt er so zusammen. Also angeln ist so, sowas von widerwärtig, sowas von unfassbar grausam, was man dort veranstaltet. Ich will jetzt keine Videos zeigen, ich habe auch Videos natürlich hier, wie Fische, wie unfassbar Fische leiden. Die werden ja zum Teil auch... Wenn ihr das richtig macht, ja, dann holt ihr den Fisch raus, betäubt ihn mit dem Schlag auf den Kopf, mit einem vernünftig gezielten Schlag auf den Kopf, mit dem Fischtöter. Oben zwischen die Augen und dann einfach einen Stich ins Herz. Von dem er gar nichts mehr merkt. Richtig. Dafür macht jeder Angler eine Fischereiprüfung, eine Fischereischeinprüfung. Damit man weiß, wie man einen Fisch weitgerecht tötet. Genau so. Ausgenommen bei komplettem Bewusstsein, ne, oder hier geschält, also die Haut abgemacht. Klar, bei komplettem Bewusstsein. Kannst du auch beim Menschen genauso machen, theoretisch. Einfach den Menschen mal schälen. Ich finde das Schälen, finde ich gut. Er zeigt alleine schon, wie ahnungslos er ist. Also was für ein Blödsinn. Das ist einfach seine Dummheit spiegelt sich einfach in seinen Aussagen. Ja, sowas ich würde jetzt nicht behaupten, dass er dumm ist, aber er hat halt keine Ahnung. Wie willst du ihn sonst bezeichnen? Ja, aber es ist nicht als dumm, sondern halt als ahnungslos. Einfach, du kannst daraus jetzt nicht ableiten, ob er dumm ist, aber er erzählt halt, man würde ihm beim lebendigen Leib die Haut abziehen oder ausweiden. Aber wenn du einen Fisch mit einem Menschen vergleichst, ja, das ist ein dummer Vergleich, aber deswegen ist ja der Typ nicht aus... Bei Bewusstsein, ne? Die zappeln so furchtbar. Das ist richtig, deswegen gleich dumm. Und das ist so unfassbar grausam, aber ne, normalerweise schlägt man die erstmal tot. Also, dass man da nicht merkt, dass man irgendwas Falsches macht, das ist schon abenteuerlich. Aber ich war genauso, ne? Ich war genauso völlig hirnverbrannt, völlig ohne... Was? Ohne Gehirn. Gerade eben vor 6 Minuten hat er noch gesagt, er liebt Angeln über alles. Und das gehört dazu, das gehört zum Angeln. Einfach das gemacht, was man mir gesagt hat. Ne? Man hat mir das halt abtrainiert, so wie es jedem Menschen abtrainiert wird, ne? Empathie zu empfinden. Das wird ja abtrainiert von der ersten Sekunde, wo du auf die Welt kommst, indem man dich zum Beispiel mit Babynahrung füttert. Ne? Zum Beispiel, da sind immer Tierprodukte drin, ne? Zum Beispiel Rindfleisch oder sowas, mischen die da in den Babybrei. Das ist ja ganz normal, 99% Babynahrung, das sind Tierprodukte, geh mal hin und schau mal nach in deinem Supermarkt. Und auf jeden Fall, also ist das natürlich unfassbar grausam, den Er sagt doch selber, er vergleicht Menschen mit Tieren und sagt, Menschen und Tiere sind genau gleich, es ist, als würdest du jemanden am Bein unter Wasser ziehen und so weiter. Und was ist denn in der Tierwelt los? Denkst du, einem kleinen neugeborenen Tier wird erstmal Empathielosigkeit antrainiert, indem die Mutter nämlich kommt und ihm erstmal irgendwas zu fressen bringt? Ja, ein paar Blätter statt ein paar Maden für den kleinen, fürs kleine Küken. Ja, oder ein paar Blätter halt für einen kleinen Löwen statt einem Stück von einem Gnu. So. Gnu ist einfach ein geiles Wort. Gnu. Das liebe ich. Ja, das ist schon mal einfach, gehört halt dazu, so, das ist die Natur, man ist der Fressen und Gefressen werden, das ist schon immer so gewesen und wird auch so bleiben. Das ist Gesetz der Natur. Wenn er sagt, dass die Tiere und die Menschen genau gleich sind, dann muss er das auch in jeder Hinsicht so sehen und sagen, was ist denn bei den Tieren dann? Also die sind dann ja nicht besser. Sollen die Tiere mal in den Supermarkt gehen, sollen mal gucken, was da denn drauf steht. Tieren gegenüber und hier das zweite Bild halt, das dem fast den Boden ausschlägt, ist halt das hier, was ist so unfassbar. Gut darstellt. Ein Mann mit seinen Kindern, genauso, das erinnert mich sehr an mich, ne, und das Bild ist wirklich schwer für mich schon anzugucken. Da trifft es mich ziemlich hart, weil genauso sah das bei mir aus. Ganz genau 1:1. Das trifft mich auch ziemlich hart, Alter, dass die Fischmutter von ihren Fischbabys zu viel für eine Nemo geguckt, glaube ich, Alter. Dass sie getrennt wird, Max. Die armen Fische sind... Die Fische sind nicht mehr in der Lage zu erkennen, dass das ihre Mutter oder die sind, das ist denen scheißegal. Ja, in dem Teil, die werden nächstes Jahr wahrscheinlich von ihrer eigenen Mutter gefressen. Richtig. Ich wollte gerade sagen, der große Fisch wird wahrscheinlich nächstes Jahr... Alter, ist das hirnverbrannt. Wir haben geangelt und also auf dem Bild sieht man einen Mann mit seinen 3 Kindern, der angelt einen Fisch und dieser Fisch hat 3 Kinder. Ja, und der...
Die heißen, weißt du, wie die heißen? Tick, Trick und Track. Das war alleinerziehende Mutter, der Fisch, und jetzt wird diese alleinerziehende Mutter da rausgeholt, ey. Die Kinder werden weggenommen. Das ist unfassbar grausam. Ach, die Familie kaputt, ne? Der tötet die Familie. Die Familie geht kaputt. Die Familie geht kaputt, Jacob. Daher steht das da so gut. Aufwachen, wir sind Leben inmitten von Leben, das Leben will. Ja, und der Mensch nimmt dem einfach das Leben nicht. Ich bin dafür, dass er sich den Spruch auf jeden Fall irgendwie tätowiert. In so einem schönen, wir haben ein paar Yin und Yang Zeichen noch. Alter, oder? Das hängen geblieben. Ja, ganz zu schweigen von meinem Spezialgebiet, ne, der Gesundheit des Menschen, ist natürlich Fisch unfassbarst ungesund. Ne? Das ist Was labert der Max, Typ? Eiweiß. Ich nehme es zurück, er ist doch dumm, er ist einfach dumm. Omega 3, ja, ist äußerst alles ungesund. Nichts, was dein Körper in irgendeiner Form brauchen könnte. Eines der ungesündesten Produkte, ja, die ein Mensch noch essen kann, das ist ja halt ein Kadaver und ist in der Nahrungsmittelkette ganz, ganz oben. Ne? Nur noch über dem Fisch ist nur noch der Mensch. Also unten haben wir die Schadstoffbelastung auf der Erde, ne? Die liegt auf Pflanzen. Die Pflanzen werden gegessen von Muscheln oder irgendwelchen Krabbentierchen. Und von dir, du alter Veganer? Die akkumulieren die Schadstoffe, ne? Also die reichern sich an. Ich glaube, du solltest mal vielleicht was anderes kleinen polieren. Krabben, kleinen Fischchen polieren werden von größeren Fischchen aufgegessen und so weiter. Und das bioakkumuliert, ne? Heißt Bioakkumulation. Und deswegen hast du in Fischen diese unfassbare Schadstoffbelastung. Und, aber das ist nur die Schadstoffbelastung. Ne? Die bestehen auch noch aus tierischem Protein, tierisches Fett, Cholesterin, alles, was deine Gesundheit komplett ruiniert. Ja, also, das ist ein komplett anderes Feld. Darauf wollte ich jetzt nicht eingehen. Es weiß aber eigentlich auch jeder, dass Fisch das mit das Ungesündeste ist, was du überhaupt essen kannst. Auf jeden Fall gleichzustellen mit Rauchen, ja, Alkohol und Bleiköpfe lutschen. Bleiköpfe lutschen ist ähnlich oder halt auch einfach Crack rauchen. Ja. Also das nimmt sich alles nichts. Das ist Fisch essen und Crack rauchen. Alles auf einer Stufe. Ungefähr gleich. Ja, wer mehr wissen möchte, guckt meine Videos über Fisch und die Gesundheit. Da zeige ich Wissenschaftsbeweise, ne, Studien. Man hat es nachgeprüft. Und aber da das ist ein komplett anderes Feld. Hier wollte ich eher auf den moralischen Aspekt eingehen. Und das ist natürlich, das allerbeste Bild zum Angeln, was es überhaupt gibt. Du vernichtest Leben einfach nur. Einfach, weil du... Eine Pflanze, Mignon, eine Pflanze ist auch Leben. Die vernichtest weil du auch, wenn Hobby du die isst. Weil es Spaß macht. Fällt mir so ein, so Pyro-Community oder sowas, wie die argumentieren. Ja, wir machen das, weil es Spaß macht. Ja. Ich weiß, was die Menschen, die im Gefängnis sitzen, auch gemacht haben, warum die im Gefängnis sitzen. Die hatten dabei Spaß, als sie das gemacht haben. Was laberst du? Ne? Als ob jemand Spaß hat dabei, eine Bank auszurauben, weil er ansonsten seine Schulden nicht bezahlen kann oder keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich nicht der einzige Grund, warum man eine Bank ausraubt, aber Drogen verkaufen, um weil es Spaß zu machen oder keine Ahnung, um seine Familie zu ernähren. Ich will jetzt nicht gut reden, aber die Flüchtlinge sind in Plastikboote gestiegen mit dem großen Traum im Park mit Drogen zu dealen. Klar, macht mal auch Spaß. Das ist ein Argument. Und von daher kann ich hier nur an den gesunden Menschenverstand appellieren und möchte euch sagen, ja, werdet gute Menschen. Ja, werdet gute Menschen. Hört auf, Leid an unschuldigen, wehrlosen Tieren zu verursachen. Die haben es nicht verdient. Die wollen genauso leben wie du und ich. Die haben genauso Gefühle, können genauso Schmerz empfinden. Ich bin gerade abgeschweift, weil er so ein Scheiß labert. Partyboote hieß das von in der Line von KZ. Okay. In den Partyboote gestiegen. Sorry, ich höre. Das siehst du, wenn du einen Fisch aus dem Wasser ziehst, ne, wie es dem Fisch geht. Der kämpft um Überleben genauso wie du, wenn man dich unter Wasser zieht. Dann zappelst du aber ganz schön. Und Angeln... Aber ganz schön. Roland Lukowski und der Kollege hier auf einer Stufe, also so, wenn man jetzt so ins Verhältnis setzen müsste, was ist härter an Haaren herbeigezogen? Bei ihm. Bei ihm hier? Ja. Schon noch über Profiblinker. Ja. So können wir das Video fast nennen. Noch an Haaren herbeigezogener als die Profiblinker. Ich weiß gar nicht, was ich hier für einen Titel für das Video überhaupt nehmen soll. Alter, also, das ist ja das ein Spacko. Der ganze Punkt ist einfach, es geht immer um Moral. Der ganze Punkt ist, Angeln ist unmoralisch. Es ist eine unmoralische Handlung, deswegen kannst du sie nicht machen. Da war er wieder. Also, der hat ein Mensch, der bei Verstand ist, der ein guter Mensch sein will, macht Unmoralisches. Man sollte immer versuchen, das moralisch Korrekte zu machen, also Gutes zu machen, ein guter Mensch zu sein.
anstatt Schlechtes zu machen. Das ist richtig. Das aber Angeln ist nicht schlecht. Aber der predigt jetzt auch ganz schön hier. Ich glaube, wir können auch langsam. Klingt wie einer von den Zeugen Jehovas, oder? Ich würde das sagen, wir können das Ganze auch langsam unterbrechen, oder? Da wird nichts mehr kommen. Jeder Mensch hat. Was irgendwie. Also, das ist ja wirklich von vorne bis hinten völlig an den Haaren herbeigezogen und dämlich. Abgesehen davon, dass man natürlich moralisch handeln sollte und natürlich versuchen sollte, ein guter Mensch zu sein. Hier steht irgendwas von Peter. Wahrscheinlich ist er. Peter sowieso die größten Verbrecher. Definitiv. Ja, was steht hier oben? Wie geht's Norms Fischen? Wie geht's Norms Fische? Ganz wichtig. Eieiei. Alter. Ich glaube, das können wir uns nicht komplett geben. Das ist schon ganz schön hart. Ja, also die letzten paar Minuten guckt sie euch an hier. Steht da drin, wo die Quelle ist, wenn ihr sehen wollt. Ich glaube, uns platzt sonst noch eine Ader. Ein Ei platzt mir gleich hier. Das muss ich mir wirklich nicht weiter angucken. Ich werde mir jetzt erstmal schön irgendwie ein Stück Fisch in die Pfanne hauen. Selbstgefangener Fisch. Ja. Und das war ein schönes Fischfilet mir reinpfeifen. Leute, ich glaube, ich muss Max jetzt erstmal eine heiße Milch mit Honig machen, sonst klappt er mir hier noch weg. Boah, bald wieder. Ihr könnt in der Zeit auf jeden Fall den Kanal abonnieren, auf jeden Fall unseren Podcast, was kostet der Fisch, abchecken. Bei Instagram vorbeischauen, uns gerne Videovorschläge schicken. Ans Wasser gehen, Fische fangen, schön und schnippeln. Und schälen, nicht vergessen. Schön, Leute, vergessen. Haut rein, schön, dass ihr eingeschaltet habt, wir sind raus. Tschüss. Alter, was für ein Spinner, oder? Unglaublich.